Die ganz heiße Phase der U21-EM bricht an. Am Mittwoch steigen beide Halbfinals. Da schauen natürlich auch die Wettfreunde rein. Vorab zeigt sich das Feld klar geteilt. Zwei klare Favoriten, zwei deutliche Außenseiter. Wettanbieter haben sich also schon auf eine Art Raumfinale festgelegt. Mal sehen, ob es auch wirklich so kommt. Ich habe leichte Zweifel. Mehr davon jetzt bei den Wettfreunden. Die Vorschlussrunde bei der U21-EM steht an und während der Jan sich schon auf die großen Saisonprognosen für die Bundesligen 1 bis 3 vorbereitet, begrüße ich euch und freue mich umso mehr großartig, dass ihr dabei seid. Und ja, es lohnt sich ja auch. Richtig guter Fußball wird da geboten vom Nachwuchs. Nachwuchs klingt ja immer so zukunftsgewandt, aber machen wir uns nichts vor. Der ein oder andere Spieler, der bei der Euro mitkickt, der hat ja doch schon eine ganz ordentliche Karriere vorzuweisen bei einem der Top-Clubs in den internationalen Top-Ligen. Insofern, ja, ist es ja nicht vom Himmel gefallen, dass hier richtig guter Fußball läuft. Und das erwarte ich natürlich auch im Halbfinale. Und von der Zweiteilung hatte ich ja schon berichtet. Ja, die Wettanbieter sind sich da relativ sicher, dass es da ein enormes qualitatives Gefälle geben wird. Schaut man nämlich auf die aktuellen Titelquoten, führen die Spanier das Quartett an mit einer 2,1. Dies aber ganz knapp nur verfolgt von den Engländern mit einer 2,37, der Topfavorit des anderen Halbfinales, des ersten. Und die anderen beiden Nationen etwas unter ferner liefen. Sowohl die Ukraine als auch die Israelis bringen aktuell eine Quote von 9,0 auf die Waage, wenn es am Ende zum Titel reichen sollte. Ja, aber ich finde schon, dass die Quoten sich da doch nicht ganz gerechtfertigt aufteilen, ja, oder sich die Waage halten hier. Für die Israelis finde ich die Quote etwas niedrig angesetzt. Ja, wird sich auch gleich zeigen im ersten Halbfinale schon gegen England, ja, der krasse Außenseiter. Für die Ukraine kann ich sehr gut mit der Quote leben. Halte ich doch für durchaus großzügig, ja, weil bis jetzt im Turnierverlauf hat sich ja schon gezeigt, dass sie mit den Spaniern durchaus mithalten können, ja, und wenn sie erstmal ins Finale kommen sollten, dann ist natürlich da auch eine ganze Menge drin. Insofern kann man da durchaus mal drüber nachdenken. Aber zuerst, ja, das Duell, was noch am ehesten der Kategorisierung David gegen Goliath entspricht, am Mittwoch, späten Nachmittag, Israel gegen England. Beide Duelle, die im Halbfinale steigen, hatten wir ja schon in der Vorrunde. Ja, wie gesagt, Ukraine sich ganz spät noch den Sieg nehmen lassen gegen die Spanier. Da waren sie schon ganz nah dran. England weit weniger Probleme. Ja, so richtig geglänzt hatten sie nicht, aber die Israelis dann doch souverän mit 2:0 abgefiedelt. Und vor allen Dingen, ja, Israel eben kaum Gegenwehr geleistet, sich eben wirklich hauptsächlich auf das Verteidigen konzentriert, nicht so richtig viele Chancen rausgespielt. Und das passt ja auch, wenn man sich das anschaut. Ja, gibt es doch große, große Unterschiede in der Offensive, wenn man sich die vier Teams anguckt. Die Spanier und die Ukrainer führen die aktuelle Ballerwertung gemeinschaftlich an, jeweils 8 Treffer, direkt dahinter auf Tuchfühlung die Engländer mit 7 Treffern. Und die Israelis haben es eben nach 4 regulären Spielen gerade mal auf 2 Türchen gebracht, ja, damit sogar ein negatives Torverhältnis mit 2:3. Auch gegen Georgien im Viertelfinale fielen ja die ersten Treffer dann erst im Elfmeterschießen, die natürlich in dieser Wertung nicht mitzählen. Ja, und so kann man eben zusammenfassen, dass es in 180 Minuten bisher immer gerade mal einen Treffer für Israel gegeben hat. Und damit haben sie sich jetzt natürlich einen extrem unangenehmen Gegner ausgesucht, gegen den sie jetzt gleich nochmal ran müssen im Halbfinale. Weil die Engländer sind bisher eben nicht zu überwinden gewesen. Alle 4 Partien zu 0 gewonnen. In der Vorrunde, Gruppenphase, alle Spiele mit 2:0 gewonnen. Gegen Tschechien, Israel und die deutsche Mannschaft. Ja, man hat es noch bitter düster vor Augen. Relativ souverän, aber nicht den ganz großen Glanz versprüht, ja, wenn man mal vielleicht von der ersten Halbzeit gegen die deutsche Mannschaft absieht oder ja, so ein paar Episoden immer. Und das hat sich dann auch gegen Portugal im Viertelfinale gezeigt, da ja auch als recht deutlicher Favorit reingegangen. Erste Halbzeit auch bestimmt, ohne jetzt wirklich die Sterne vom Himmel zu schießen, verdient mit 1:0 in die Halbzeit gegangen. In der zweiten Halbzeit kam dann fast gar nichts mehr, sich nur noch aufs Verteidigen verlegt. Gut, das können sie halt. Portugal insofern ja so ein bisschen in Schönheit gestorben, nicht so richtig viele gute Chancen. Einen Lattenkopfball hatten sie, das hätte eben durchaus reichen können. Es wäre auch verdient gewesen, ja, wenn sie die Engländer in die Verlängerung gezwungen hätten. Aber ja, mit so einer etwas pomadigen Spielweise die Engländer ganz gut gefahren. Und ja, ich hatte schon vor dem Viertelfinale, vor dem dritten Gruppenspiel gesagt, dass mich die englischen Auftritte so ein bisschen an die EM-Auftritte der A-Nationalmannschaft der Three Lions erinnern. Und das Gefühl hat sich jetzt auch nochmal verstärkt. Ja, da waren sie ja auch hinten überhaupt nicht zu überwinden, quasi ja lange Zeit die Null gehalten, gesamte Vorrunde über, auch in der K.O.-Phase. Aber nach vorne haben sie enormes Potenzial eben immer nicht so richtig ausgespielt. Und ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das irgendwann in den letzten beiden Spielen, ich gehe davon aus, dass sie die
die Israelis schlagen werden, ja, aber im Finale wird es dann vielleicht dann schon zum Problem. Damals bei den Profis eben bei der, ja, bei der kontinentalen Europameisterschaft, wo ja die entscheidenden Spiele dann alle in Wembley stiegen, hatten sie im Halbfinale als großer Favorit gegen Dänemark ja auch große Probleme, ja, und haben sich ja da unter doch etwas schmeichelhaften, fragwürdigen Umständen dann am Ende nur durchgesetzt. Folgerichtig, ja, kann ich durchaus dazu auffordern, die Israelis da ernst zu nehmen. Ja, ich würde es auf jeden Fall machen, glaube nicht, dass es jetzt wirklich ein Kantersieg wird. 1x, ja, sollte Israel innerhalb der regulären Spielzeit nicht verlieren, unentschieden oder glatter Sieg, ja, soll es ja auch geben. Die Möglichkeit gibt eine Quote von 2,5, wäre mir hier ein bisschen zu dünn, ja, für diese doch Überraschung. Spannender schon vielleicht die Quote darauf, dass nicht beide Mannschaften treffen, weil die Engländer eben keinen reinlassen. Insofern fällt die Quote dann aber auch recht niedrig aus mit einer 1,55. Und folgerichtig lande ich dann eben bei dem Klassiker im Moment bei den Engländern. Die Engländer gewinnen zu 0, bringt eine 1,9. Das Gegenstück England gewinnt, beide treffen eine 3,7. Ja, fast doppelt so hoch, aber dafür müssen die Israelis eben in offensiver Hinsicht über sich hinauswachsen. Wäre mir hier ein bisschen zu heiß, ja. Sicherlich eine gute Alternative. England Handicap minus 1, wie es eben in allen drei Gruppenspielen war, wie es eben auch, ja, schon der Fall gewesen ist in der Gruppenphase gegen Israel beim 2-0 Erfolg. Und so einen 2-0 Erfolg haben die Wettanbieter dann natürlich auch bei den Resultatswetten wieder ja, auf dem Tableau zu stehen mit einer 5,2, entsprechend niedrig quotiert. Exakt so hoch eben übrigens auch wie ein 1-0, womit wir dann eben schon alle vier bisherigen Resultate der Engländer abgedeckt hatten. Irgendwie in dieser Größenordnung wird es sich einpendeln und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ja, wenig originell gehe ich hier auf den Sieg England zu 0, eine 1,9 finde ich dafür eine sehr passable Quote, ja, gerade wenn man eben die simple Siegwette sich dagegen vergegenwärtigt mit einer 1,4, das ist relativ dünn. Und so richtig überraschungstauglich halte ich die Israelis auch nicht. Die haben gegen Georgien sehr gut mitgespielt, ja, oder ja, waren ja nicht schlechter, war ja durchaus auf Augenhöhe, aber es war eben auch nur Georgien und in der Vorrunde, da war es eben auch mehr Glück als letztendlich ja, qualitative Argumente, die da zum Weiterkommen geführt hatten. Ganz anders als bei der Ukraine, ja, die ja schon sehr überraschend weitergekommen ist, aber eben auch hoch verdient, wenn man sich das spielerisch anguckt. Und so sind sie jetzt eben auch gegen einen der Top-Favoriten. Von vornherein gehörten ja die Spanier mit zu den Top-Teams bei diesem Turnier. Da wurde doch von vornherein erwartet, dass sie relativ weit vorne landen, ja, und trotzdem eben Ukraine jetzt nicht als völlig chancenlos taxiert mit einer Siegquote von 4,6, unentschieden 3,9. Das heißt, für die Iberer fällt immer noch die recht souveräne Favoritenstellung ab, aber mit einer 1,7 eben durchaus auch schon in der 3-Wege-Wette tippbar. Muss man aber eben großzügig darüber hinwegsehen, dass die Spanier eben, wie schon erwähnt, in der Vorrunde nur ja, haarscharf einer Niederlage gegen die Ukraine von der Schippe gesprungen sind. Ukraine zweimal in Führung gegangen, das zweite Mal in der 81. Minute per Elfmeter, dann tatsächlich erst in der Schlussminute den Ausgleich kassiert. Damit sind letztendlich beide Mannschaften hochgegangen. Die Spanier, ja, hauchzart als Gruppensieger, dachte man, das wird den Ukrainern zum Verhängnis dann im Viertelfinale. Aber das war dann doch wirklich ziemlich sensationell, was sie gegen Frankreich abgeliefert hatten. Obwohl sie doch relativ schnell in Rückstand gerieten, das noch vor der Halbzeit gedreht. Sicherlich ein bisschen glücklich, so ein Elfmeter aus dem Nichts, der aber definitiv einer war. Ja, und dann ja mit dem zweiten Treffer von Sudakov fein die gegnerische Abwehr filetiert, die da völlig im Tiefschlaf war. Und das zeigt eben schon, dass da durchaus individuelle Klasse vorhanden ist. Sudakov jetzt mit drei Treffern führender der Torschützenliste. Natürlich auch Topfavorit auf die Torjägerkanone. Gibt es Stand jetzt gerade mal eine 1,8. Ja, aber sollte er eben jetzt im Halbfinale treffen gegen die Spanier, gibt es für einen Treffer zum beliebigen Zeitpunkt eine Traumquote von 6,0. Und das ist durchaus bemerkenswert. Immerhin hatte er auch schon in der Gruppenphase gegen Spanien getroffen. Während Sudakov für die Tore sorgen könnte oder sollte, ganz offizieller Star natürlich Mudryk, der 50 Millionen Mann vom FC Chelsea. Und der hat ja auch im Viertelfinale richtig die Muskeln spielen lassen, den Elfmeter rausgeholt, das 2-1 vorbereitet. Ja, eine richtig starke Vorstellung. Ja, da wird der Marktwert sicherlich nicht sinken in nächster Zeit. Und ja, durchaus auch ein Kandidat überhaupt. Alle ukrainischen Spieler, wie gesagt, von der Torgefahr haben sie sich nichts geschenkt mit den Spaniern. Jeweilige 8 Treffer bisher erzielt, im Schnitt 2 Treffer pro Spiel. Trotzdem, ja, wenn man sich die Torschützenwetten der Top-Wettanbieter anguckt, auf den ersten 6-7 Plätzen ausschließlich Spanier zu finden. Das heißt, ja, jeder ukrainische Treffer ist hier wirklich attraktiv quotiert. Das zeigt auch schon, die beide Treffen-Wette gibt hier eine 1,8. Ja, damit ist es immer noch wahrscheinlicher, als dass nicht beide treffen, aber im Vergleich durchaus ja, eine sehr ordentliche Quote.
Sollten nicht beide treffen, kann man fast verdoppeln mit einer 1,95. Aber ja, fällt mir doch einigermaßen schwer daran zu denken, wie ich generell Probleme habe, mir vorzustellen, dass die Ukraine jetzt wirklich da einknicken und erkennbar unterlegen sind. Heißt natürlich nicht, dass sie am Ende auch wirklich hochgehen. Sollten so hochgehen, lohnt sich. Eine 3,0 bringt die bloße Aufstiegsquote. Da ist dann sogar schon ein Sieg in der Verlängerung oder ein möglicher Sieg eben im Elfmeterschießen mit dabei. Da muss es nicht mal die 4,6 für den Sieg nach 90 Minuten sein. Halte ich hier für eine sehr attraktive Quote, ein sehr attraktives Angebot, ja, weil sich die Spanier eben schon in der Vorrunde schwer getan hatten. Viertelfinale haben sich ja auch einen abgebrochen gegen die Schweiz, obwohl sie eben doch ja, spielerisch überlegen waren, alles vermeintlich im Griff hatten, sich da in der letzten Minute noch ein Tor eingefangen und ja, so eine Tore, wie die Schweizer geschossen hat, sowas kann der Ukraine auch jederzeit gelingen. Ja, ein weiter Pass, das ist durchaus die Spielweise, die sie schon mehrfach an den Tag gelegt haben bei diesem Turnier. Folgerichtig gehe ich davon aus, dass sie nicht verlieren werden. Aufstieg, so weit würde ich nicht gehen, ja, aber nach 90 Minuten ist für die Ukraine auf jeden Fall noch nicht Schicht im Schacht. Doppelte Chance auf einen Unentschieden oder glatter Sieg Ukraine. Bringt eine glatte 2,0, das wäre ja meine Wahl. Und ja, wenn ich mich festlegen müsste hier auf den Sieger, ich würde tatsächlich auf die Ukraine gehen. Die Spanier sind ja dann in solchen Situationen doch gerne so eine Mannschaft, die da ihre Potenziale nicht voll ausschöpft. Ja, vielleicht so ein Sieg im Elfmeterschießen könnte ich mir sehr gut vorstellen, würde sehr gut passen, ja, und würde eben auch sehr gut als Neuauflage taugen. Das erste Duell, ja, wie gesagt, unentschieden nach 90 Minuten. Wäre hier durchaus eine gangbare Option. Schöne Quote, auch 3,9, wie gesagt, nach 90 Minuten. Für alle, die ein bisschen mutiger sind als ich, ja, die sollten sich das mal durch den Kopf gehen lassen. Ansonsten freue ich mich sehr darauf, wenn ihr mir noch ein paar Wettempfehlungen gebt. Schreibt gerne Kommentare, was erwartet ihr? Ja, wer ist für euch der heißere Underdog? Ukraine oder am Ende vielleicht doch die Israelis? Ja, vielleicht ist es jetzt die Zeit für die ganz großen Sensationen. Ich bin gespannt, freue mich sehr auf zwei wahrscheinlich wirklich sehr qualitativ hochwertige Spiele und ja, dann sehen wir uns natürlich nochmal, bevor das große Finale steigt.